So, und damit willkommen zurück bei Mayhem Single Valley. Wir haben ja hier gerade den Baum umgesägt und holen jetzt unseren Rucksack zurück. Aber dieses kleine freche Eichhörnchen wird uns auch noch das Leben schwer machen. So. Da ist er. Scheint alles da zu sein, außer mein Flugticket. Ich sollte es holen gehen. Ja, würde ich auch sagen, aber wo gehen wir damit ein bisschen hin? Achso, Moment, ja. Ich glaube, ich weiß. Der Bagger hat sich ja hier quasi festgefahren. Los geht's. In den Pausen habe ich immer gesehen, dass da links irgendwelche Tipps sind. Und darum stand da auch, dass man die Klone sammeln muss, um die Ausrüstung zu verbessern. Das werden wir uns irgendwann mal angucken, wenn ich ein bisschen Ausrüstung habe, weil momentan habe ich ja quasi nur diese Schuhe. Und mehr nicht. Ja? Okay. Ach du dicker Bär. Mach den Bären weg. Dann kannst du ja reinkommen. Aber womit bock ich den weg? So, erstmal hier mal rumschauen. Vielleicht finden wir hier irgendwas gleich. Noch liebe Eichhörnchen, ein paar. Ach, siehst du. Okay, was haben wir hier? Erstmal gehen wir hier hoch. Das Dach? Nee. Okay, hier ist ein größeres Haus. Da pennt der Kumpel. Muss mal kurz die andere Seite an und dann überlegen wir uns auch was für den Bär. Am besten irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich damit leben könnte, wenn ich das benutzen würde. Wie locke ich den weg? Das sieht auf jeden Fall aus wie frisches Wasser, oder? Wasche ich mich? Ah, genau, hier. Oh. Der kann schwimmen? Okay. Habe ich gerade die Nummer gebaut und den Bären weggejagt, ohne was zu machen. Los, Rainer! Übrigens, ich bin Bob. Und wer bist du? Jack Johnson. Donnermeldung. Fluss vergiftet. Alles die Schuld von Jack Johnson. Manchmal scheint die ganze Welt hinter einem her zu sein. Du kannst hier bleiben, solange es nötig ist. Ich habe eine Kreatur gesehen. Gute Augen, schwarze Seele. Sie hat den Fluss vergiftet. Sie hat meine Hausratte Nibbles vergiftet. Du hast sie gesehen? Wie sieht sie aus? Geister, Poltergeister, Außerirdische. All das kann Entitäten aus einem Anti-Universum zurückgeführt werden, das mit uns spielt. Es muss eine einfache Erklärung geben, Scherzbeute oder so. Was hast du so tief in den Wäldern gemacht? Alles zusammengesucht, was ich besitze. Ich sollte heute in die Stadt fahren. Jetzt muss ich meinen Namen reinwaschen und die Stadt für meine Familie wieder sicher machen. Ich schaffe es niemals, Leben zu ihnen zurück. Ich habe jetzt etwas gefunden, was dir helfen könnte. Es ist eine Wechselkiste in meinem Bunker. Ich meine, Keller. Vorsicht, Nibbles wird angreifen. Aber da ist ja noch. Das ist ja noch hier sowas, genau, den will ich haben. Und raus. Hier haben wir eine Kiste. Hier ist nichts. Ach. Warte. Verdammt, ich will es nochmal hören. Ich war auf der Suche nach meinem Sohn Simon. Die Kreatur war irgendwie in sein Verschwinden verwickelt. Sie wusste, dass ihr auf der Spur wart. Also brannte sie unser Haus nieder. Sie ließ eine Schachtel Streichhölzer in meiner Manteltasche zurück. Meine Frau fand sie und verließ mich am nächsten Tag mit den Kindern.
Ja? Ich dachte, ich kann die über die Zeit noch lesen, aber oh Gott, nee. Scheint abgeschlossen zu sein. Ich brauche ein Glas oder so, um das zu sammeln. Ach, Käse, Kike. Würde die einfach mal zur Rotte werfen? Ja, also wir haben hier unten Irren. Ach. Ah, Moment mal. Sind das vielleicht die ganz verschwundenen Bilder, die wir mal hier auf den Milchpackungen sehen? Deine Familie oder sowas? Okay. Eine Kassette, geil. Und die hören wir uns an. Okay, wie komme ich da hoch? Soll ich hier verschieben oder irgendwie? Ach, guck. Okay, was nochmal das sein soll? Aha, okay. Da will ich jetzt aber erstmal noch nicht runtergehen. Ich möchte erstmal, ich noch Urin. Hier war noch eine Tür. Okay, alles klar. Nee, wir gehen erstmal runter. In seinen Bunker. Keller. Du wirst mich doch hier nicht einsperren, oder? Nur schnell die Dachen rennen. Na klasse. Gefangen von so einem Irren. Okay, der gibt die Ratte. Ist nichts von Interesse. Aber ich kann hier irgendwas so umherschieben, ne? Ja. Okay, Licht. Globale Erwärmung. Die Sommer werden heißer, nehme ich an. Au! Okay. Ich würde sagen, ich mache mal den Strom aus. So, was ist das? Schleuder, okay. Aha. Ratte hat vor Konfuse getrunken und wurde geheilt. Hey, aber wo bekommen wir jetzt das Glas her? Und eine kleine Puppe. Wieso wird sie nicht zurückgeheilt? Oh nein. Ach, Moment. Das bringt ja auch nichts, oder? Was soll ich machen? Hier rüber? Okay. Ich bin ein wenig ratlos. Also, wir haben jetzt hier, sagen wir, normale Ratten. Halt, hier ist die Dachrinne.
Da hoch? Nee. Bob? Ja, einen Moment. Ein Fussel. Er hat eine infizierte Ratte geheilt. Echt? Was wird denn, dass wir ihn bezahlen können? Lass uns mal im Fussel prüfen, ob er wirklich Heilkräfte hat. Jetzt Schlüssel für meinen Schrank da drüben. Nimm mal ein bisschen Fussel mit diesen Gläsern und versche ihn mit Käse aus dem Kühlschrank. So, jetzt wird's nämlich interessant. Erstmal mal Gläser. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal reichlich Käse mit. Und dann für die Gläser mit Fussel, kommen die Fussel, bla bla bla. Hier, das sind nämlich die Upgrades. Ich habe jetzt zwar eine Schleuder. Aber oh, ihr seht ja, ne? Ich muss erstmal das hier machen. Achso, oder habe ich das schon? Was ist das? Mülleimer. Ah! Okay. Muss einfach probieren. Erhöhte Geschwindigkeit, erhöhte Schwimmgeschwindigkeit. Die Munition hat Betäubungswirkung. Rückschlagwirkung. Okay, ich will erstmal zu den Gläsern spielen. Nein, das würde ich. Ah, okay, so. Und kombinieren. Hier, so. Mit Fuse getränkter Käse. Den wählen wir uns jetzt mal aus und dann. Hi Bob. Hey, Nibbles. Du hast Nibbles geheilt. Keine Zeit zu verschwenden. Ich muss dir noch mehr zeigen. Die Luft ist rein, lass uns hier nach hinten rausgehen. Was ist das für ein besonderer Fuse? Warum hat er den. Unnötig viel. So. Werfen, drücke. Aber was soll ich jetzt werfen? Entschuldigung, den Bruch. Und. Ach, warte mal, ich nehme erstmal lieber die Nüsse, oder? Weil ich hier noch was Besonderes weghaue. Okay, das haben wir geschafft. Das Schuss, Junge. Du kannst die Schleuder behalten. Ich werde wohl mehr von der Fuse brauchen, um die Stadt zu retten. Das ist das Problem, Junge. Die arme Zutat ist aufgebraucht. Es wird Wochen dauern, bis die nächste Ladung ankommt. Hast du noch eine andere Möglichkeit, an sie heranzukommen? Ich? Ich muss eine Menge vorbereiten. In meiner Destillerie treffen, wenn wir eine Mega-Charge erstellen wollen. Du musst dir den Zutat aus dem Wissenschaftslabor der Highschool holen. Das Etikett sieht wie dieses aus. Nimm die Fahrt durch die staubige Schlucht und überquere das Gebirge, dann kommst du zur Schule. Danke, Bob. Ich bin dir was schuldig. Noch eine Sache. Hier sind ein paar leere Gläser. Du kannst diese Gläser bei einigen Fusselfässer benutzen, die ich in der Umgebung von Zingenwörde versteckt habe. Gute Genesung. Dann wäre es eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, so wichtige Tiere wie den Bären oder sowas zu heilen. Oder? Das ist wahrscheinlich nicht lang. Okay, ich mache mich auf den Weg zur Schule und ich hole die besondere Zutat für Bob. Alles klar. Jetzt liegen halt auch überall diese Eimer rum, ne? Weiß ich auch noch gar nicht, was ich damit machen soll.
So, wie komme ich da oben jetzt ran? Keine Ahnung. Au! Das Ei wird nichts bringen, oder? Ach, vielleicht hier hoch. Yeah. Alter, wie weit schießt das? Wird ja abartig. Okay. Okay, das wollen wir gleich nochmal. Ja, irgendwie läuft es gerade nicht so gut für uns. Hä? Warte mal. So, jetzt würde ich gerne schießen. Springen und werfen gleichzeitig. Da ist er. Okay, schnell weg. Und den Deckel nehmen wir auch mit, ne? Also ich weiß gar nicht, ob wir den Deckel so weit skillen sollten. Dadurch, dass wir den eh alle Vorzahlen verlieren. Ach, Moment mal. Kann er wahrscheinlich, ne? Ein Lüftchen könnte das umwerfen. Und los geht's. Ab hier. Und eine neue Kassette, geil. Kommen wir da hoch? Sieht nach oben. Was ist das? So. Badebekleidung. Aha, okay. So spät finden wir die erst, ja? Oh nein! Nee, jetzt nicht. Ich möchte erst probieren, ob ich da hochkomme. Ah. Das war so nicht richtig. Nochmal. Also auf dem Ding läuft es sich richtig schwierig für dich. Mehrere? Wahrscheinlich, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Moment. Den schiebe ich hier erstmal rum, dann gucken wir uns hier nochmal kurz um. Was will er eigentlich hier? Ich habe meine Shorts auf einen Felsen gelegt. Als ich zurückkam, war da eine verrückte Schlange. Würdest du sie für mich holen? Aber die habe ich doch, oder? Nee, halt. Bleib weg. Okay. Ja, danke. Oh, das ist auch eine Truhe. Ja, das war nix. Nehmen wir gleich nochmal. Der Schlange ist weg. Ist aber na, okay. Also in diesen Truhen sind immer nur irgendwelche Munitionssachen. Was ich verstanden habe. Guck mal hier, hier ist auch wieder so einer.
kaputt werfen. Ah, Kicke. Kinder kommen mit Shorts. Hallo? Okay. Hier fallen immer mehr runter. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Wir werden was versuchen, um wieder rüber zu kommen und... und versuchen auf jeden Fall nicht zu sterben. Ja, ich finde, wir haben einiges geschafft, ne? Okay, also, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald.